Herzlich willkommen zu einer neuen astrologischen Prognose und wir schauen uns heute den August an. Das Jahr verfliegt ja, ich weiß nicht, wie es jetzt dir geht, aber ja, ich habe immer das Gefühl, das rast, also das ist irgendwie auf schnellen Vorlauf geschaltet, für das jetzt schon wieder Ende Juli ist. Und diese schnelle, bewegte Zeit macht auch vor dem August nicht halt. Das ist eine spannende Zeit, eine spannungsgeladene Zeit, eine schwierige Zeit, eine Zeit der Prüfung, sowohl für Wirtschaftssysteme als auch für Ideologien und vor allem auch für Partnerschaften. Und das schauen wir uns jetzt einfach einmal an, was denn der August so astrologisch bereithält. Geprägt wird der August von natürlich der Rückläufigkeit vieler langsam laufender Planeten. Also wenn man sich das anschaut, wir haben immer noch den Pluto rückläufig, wir haben Saturn rückläufig. Wir haben so diese zwei ganz großen Schicksalsplaneten rückläufig. Wir haben den Neptun dann auch noch rückläufig. Das heißt, und der Merkur natürlich auch noch, da komme ich dann noch dazu. Ist kein Schicksalsplanet, aber da komme ich noch dazu. Aber das bedeutet einfach rückläufig, bedeutet einfach, da steht eine Energie, das ist Zeit für Innenschau, das ist Zeit auch in dir etwas zu lösen und aufzulösen, innere Prozesse auch zu machen und dass man da oft im Äußeren nicht zu weite Sprünge nach vorne machen kann. Und gerade in diesen Zeiten ist es gut, dass du dich mit deinem Inneren, mit deiner Bewusstheit beschäftigst. Apropos Bewusstheit, kleine Werbung in eigener Sache. Kommenden Sonntag habe ich in Linz den Workshop Chakra Healing, wo du wirklich ein System lernst, ein Chakrensystem kennenlernst und wie du damit energetisch arbeitest. Das heißt, wirklich innere Prozesse tiefgreifend in Gang setzt und diese dann auch lösen kannst. Also wenn es dich interessiert, komm gerne den kommenden Sonntag nach Linz. Irgendwo Trele ist jetzt eingeblendet. Zurück zur Astrologie. Wir haben ein Quadrat. Quadrat ist immer eine Anspannung, ist immer so ein Spannungsaspekt zwischen den Langsamläufern Saturn und Jupiter. Und der Saturn steht ja im Fischezeichen und der Jupiter steht im Zwillingszeichen. Jetzt ist Jupiter ja der klassische Vergrößerer. Also der möchte ja immer gut fügeln, optimistisch sein. Erweitern, ja, der möchte etwas vergrößern, gilt ja auch astrologisch als Glücksplanet. Und im Zeichen Zwilling, das ja Merkur geprägt ist, kann man das auch so wirtschaftlich betrachten. Das heißt, dass der möchte eigentlich, dass die Wirtschaft, dass da was zum Guten sich wendet, dass da was sich gut fügt. Oder natürlich auch im Bereich der Kommunikation oder natürlich auch der Ideologien. Das kann man so sehen. Ne? Und da kommt jetzt aber Saturn, der große Einschränker, die Grenze, der Ausbremser kommt jetzt auf Jupiter. Also Jupiter möchte expandieren, kann aber nicht, weil Saturn den bremst. Und das ist eigentlich so eine Konstellation, die man auf der einen Seite wie eine Wirtschaftskrise deuten kann. Also wo man sagt, okay, die Wirtschaft, die wächst nicht so schnell, wie man möchte, die wird eingeschränkt, da wird Wohlstand weiter reduziert und eingeschränkt. Also es kann sein, dass wir August, vor allem dann Mitte August, auch bei Geschäften, also so am 15. rum, wenn das alles verschärft wird, da komme ich noch gleich drauf, dass da wirklich, dass das langsamer geht. Ja? Also dass natürlich auch so, wenn du Geschäfte machen willst, dass die gebremster sind. Dazu noch der rückläufige Merkur, wo man ja natürlich keine Geschäfte machen sollte oder aufpassen sollte mit längerfristigen Verträgen, wo es da immer wieder zu Schwierigkeiten und Missverständnissen kommen kann. Das heißt, das ist schon eine sehr angespannte Situation auf der wirtschaftlichen Seite, die da den ganzen August uns begleitet. Und es kann natürlich sein, es ist Sommer, es ist Ferienzeit, dass sich diese Energien da ja, vielleicht nicht so mit der Tür ins Haus fallen, sondern etwas verschleppen. Also dass die langsameren Geschäfte auch auf den Sommer quasi zurückgeführt werden können und dass sich das dann auch wiederholt. Aber es ist letzten Endes eine Anspannung. Es ist eine Krisenstimmung. Man kann nicht so weitermachen, wie man möchte. Man kommt vielleicht auch nicht so weit, wie man sich das zuerst vorstellt. Also das steht alles auf Bremsen, wenn du nach außen gehen willst. Und dieser Aspekt, wenn man jetzt sagt, der Saturn steht jetzt im Fischezeichen, sagen wir, Jupiter ist jetzt wirklich so mit Merkur in diesem Handelszeichen, auch Zwillinge mit drinnen, dann ist das auch etwas, was vielleicht schleichend oder etwas, was vielleicht
geheimer abgeht. Also dass es vielleicht schon Krisen sich anbahnen, die noch nicht so ganz deutlich nach außen getragen werden. Dass das Unternehmen, gerade wenn du jetzt mit einem Unternehmen zusammenarbeiten willst, dass du vielleicht auch prüfen solltest, wie gut steht das Unternehmen wirklich da, also dass da etwas auch etwas ins Geheime da reinrutscht. Also wie gesagt, aufmerksam sein, aufpassen bei Geschäften. Wenn sich's nicht vermeiden lässt, kommt man eh nicht aus, aber einfach nicht frustriert sein. Das kann sein, dass da alles etwas länger ist oder dass sich da etwas verschleppt oder zieht, ja, oder in die Länge zieht, sagen wir mal so. Also das ist auf jeden Fall mal dieses große Thema und diese Rückläufigkeit natürlich auch von Pluto, wo es darum geht, der jetzt wieder zurückwandert, noch einmal in den Steinbock auf ein letztes Rendezvous und der dann Ende November die Zeitenwende einläutet. Also das sind alles Prozesse, die laufen ja parallel. Das ist ja nichts, wo man sagt, das ist ein eigenes losgelöst, sondern wir haben da mehrere Faktoren, die darauf hindeuten, dass man sagt, okay, da geht was langsamer, da geht etwas ein bisschen gedämpfter in diesen August rein mit gedämpfterer Stimmung. Das, was da, wenn Pluto jetzt nochmal in Steinbock kommt, wird der nochmal diese Steinbock-Thematiken aufwirbeln und ich habe es ja auch schon gesagt, also das wird dann, wenn der das erreicht, ja, dann werden noch einmal so meines Erachtens nach in meiner Interpretation nochmal diese Bankenthemen hochgewirbelt werden, also Finanzkrise, Wertesysteme, also das war so für mich so dieses Steinbock-Zeichen, also das Thema des Pluto in Steinbock und der fängt ja dann an auch Wassermann weiter zu transformieren. Also da schauen wir, was da noch auf uns zukommt, aber da werden wir in weiteren Videos besprechen. Was jetzt noch interessant ist für diesen August, es ist vor allem in der Mitte des Augusts, also so 15. August rum, ist es natürlich wirklich, da geht es dann schön zur Sache. Also das kann man dann sehen. Kleiner Moment, ich blende es mal ein. Genau. Also, denn Mitte August kommt auch noch der Mars zum Jupiter rauf. Also Mars, musst du dir vorstellen, das ist ja die Explosion. Das ist nochmal, also die Explosion ist nicht, das ist die Kraft, das ist die reine Kraft, die sich ausdehnt, reine Power noch einmal rauf. Also da möchte man nochmal mehr expandieren, da möchte etwas schneller gehen. Das schnelle Glück fällt mir dazu ein, als Analogie, das schnelle Glück, das Glücksspiel fast auch. Also dieses schnelle Glück, und das ist immer noch ausgebremst. Also da ist noch einmal dieser Aspekt noch einmal fokussiert. Da kann es auch sein, dass eben Geschäfte, die zu schnell gewachsen sind, irgendwelche zu optimistischen Geschichten, dass die einfach da jetzt zu kriseln beginnen. Ja, unter solchen Konstellationen. Was da jetzt noch natürlich dazu kommt, ist auch noch, dass der Saturn dann klarerweise auch diesen Mars ausbremst, also auch diese Energie mit ausbremst. Und Mars will ja nicht gerne gebremst werden, also da brodelt es schon. Also das ist auch Unterdrückung, unterdrückte Gewalt. Das ist ein bisschen so ein Eskalationspotenzial, wenn natürlich reine Kraft unter Druck gerät. Und was wir noch drauf haben, und das ist jetzt für Beziehungen eine Prüfzeit, also wir haben einen Venus-Mars-Quadrat, ja. Der Mars im Zwilling, also Kommunikation und die Venus in der Jungfrau. Und das bedeutet einfach noch einmal, Jungfrau ist ja rationell, ist eher nüchtern, ist prüfend, das ist das Prüfen von Beziehungen. Das ist ganz klar. In dieser Zeit, Mitte August, werden Beziehungen noch einmal geprüft, stehen auf dem Prüfstand. Und mit Mars und Jupiter in den Zwillingen in der Kommunikation kann es sein, dass da eher Worte fallen, relativ unbedachte Worte. Also da bitte einfach Acht geben, nicht gleich alles ausplappern, was einem da über die Zunge kommt. Und vor allem, also man prüft dann auch Beziehungen. Das ist einfach eine Krisenkonstellation für Beziehungen auch, die halt auch dann im Privaten zerbrechen können. Die sind einfach am Prüfstand. Wenn man so eine Krise übersteht, schaut das wieder gut aus. Ja? Also keine Frage. Das heißt auch nicht, dass da jetzt alles sich auflöst oder bei dir jetzt auflösen muss. Aber da bitte aufpassen, da hat man so dieses, ich prüfe jetzt wirklich auch die Partnerschaft, jungfräulich, ja? Analytisch, ich analysiere das. Und ich kenne das immer aus Beratungen auch, wenn jemand etwas überanalysiert. Man findet natürlich in jeder Suppe ein Haar, wenn man das möchte.
Und die Frage ist am Ende ja nur, entspricht dieser Partner wirklich meinem Inneren? Passt das jetzt so seelisch für mich so zusammen? Fühlt sich das grundsätzlich mal gut an, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen? Also da bitte wirklich aufpassen, weil mit Mars, Jupiter und dann der Saturn auch noch drauf. Also das ist wirklich auch für Beziehungen eine geladene Zeit, so Mitte August rein, bis so, ja, also da einfach ein bisschen aufpassen, bitte. Also Mitte August, Ende August, also da verschärfen sich diese Themen einfach noch einmal. Dazu kommt noch der Uranus, der auf die Sonne ein Quadrat macht und das ist ja noch einmal, also Uranus ist ja im Stierzeichen und da haben wir ja. Also Uranus auf Sonne ist so ein Zeichen noch einmal. Also man kann sagen, das ist so manisch. Ja? Himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Da geht es rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Das sind die Extreme. Uranus will das Extrem, will, dass sich was bewegt. Und die Sonne, die jetzt im Löwen ist, also das ist natürlich dann auch noch einmal dieses Ich will leben, vielleicht auch über die Verhältnisse leben und dann ich kann mir auf einmal gar nichts mehr leisten und ich will aber alles. Also dieses Spannungsfeld wird auch noch einmal im August deutlich. Und mit diesen geladenen, spannungsgeladenen Aspekten begleitet uns quasi der ganze August. Und man kann wirklich nur sagen, verstrick dich nicht in Streit da rein. Triff keine vorschnellen Entscheidungen. Aufpassen bei Geschäften. Und man wird eben sehen, was sich da momentan tut. Also das ist schon eine sehr. Ja, ein wahnsinnig bewegter August und zwar auch Bewegung, die dich in dein Inneres zwingt, sagen wir mal so, oder die dich dazu einlädt, sagen wir es positiver, die dich dazu einlädt, nach innen zu schauen und dich mit deinem Innersten zu beschäftigen und in dir selber auch Dinge zu klären und aufzuräumen, wenn es draußen gerade nicht klappt. Also was kannst du für dich so richten und so regulieren, dass du sagst, da fühlt sich etwas gut an? Da fühlt sich etwas stimmig an. Da bin ich zufrieden, da bin ich glücklich. Und ob das jetzt ist, dass man sagt, okay, man regelt da was im Partnerschaftlichen, im Geschäftlichen, im Geschäftsgebaren vielleicht auch. Vielleicht hast du ja auch gute Ideen, die sich jetzt noch nicht so ganz umsetzen lassen. Ne? Dann ist der August definitiv auch für das sehr gut geeignet. Ich bin jetzt mal gespannt, wie es sich auswirkt, was wir auch noch wirtschaftlich sehen werden, was da jetzt noch auf uns zukommt. Auf jeden Fall für dich privat wünsche ich dir einen wundervollen August, einen wundervollen Sommer. Ist übrigens auch noch, weil ich gesagt, wundervoller Sommer mit Uranus Sonne. Das ist natürlich dann auch das sind auch diese Wetterschwankungen. Also das ist das labile Wetter, das sich da auch ausdrückt. Uranus ist immer dieser, das ist ein bisschen so dieser Kasperl, dieser Springteufel. Und da kann sich immer alles ändern, von Schütten bis also heiß, kalt und so weiter. Also auch das ist da immer labiler. Also das ist auch dann auch so im Wetter oder dieses Extreme, also extreme Hitze. Extrem feucht, extrem heiß, extrem schwül, also da ist nichts mehr gemäßigt unter Uranus-Sonne, wenn man sich das so anschaut. Auf jeden Fall, es wird eine angespannte, spannende Zeit, also vor allem Mitte August, eben da geht es halt wirklich dann ab, also eben auch mit Uranus-Sonne noch dazu. Und du wirst sehen, geht auch vorüber, wie ich vorher schon erwähnt habe, zumindest für mein Gefühl. Unglaublich schnell, ne, unglaublich schnell. Und das sind jetzt einfach so die wichtigeren Aspekte für das Monat August. Und ich freue mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch, über deine Kommentare und teile das Video, abonniere den Kanal. Und wenn du Interesse hast, einmal wirklich persönlich bei mir einen Workshop zu machen, kommenden Sonntag, hast du die Gelegenheit, Chakra Healing wirklich durch dein Chakrensystem das kennenzulernen, damit wirklich energetisch zu arbeiten und wirklich in dir tolle Prozesse in Gang zu setzen, wo man merkt, okay, da macht etwas wieder Sinn, da ist etwas wieder stimmig und das ist gerade wichtig, in sich dann einen Sinn zu finden, eine Stimmung, die Stimmung gut halten zu können, gerade wenn es außen immer exzentrischer wird. Alles Gute aus dem wunderschönen Lenz, bis nächstes Mal, dein Oliver Erani. Danke, tschüss.